Schauen wir uns zunächst einmal den Zauberstab genauer an. Sein Inneres besteht aus sehr hartem und sprödem Stahl, der durch Glühen und Schmieden von Eisen entstanden ist. Man kann sich vorstellen, dass das Eisen aus vielen winzig kleinen Magneten besteht. Diese nennt man Elementarmagnete. Daher bezeichnet man das Ganze auch als das Modell der Elementarmagnete. In dem Zauberstab sind diese Elementarmagnete geordnet. Das führt dazu, dass der ganze Zauberstab auf bestimmte Metalle eine Anziehungskraft ausübt. Er ist ein Magnet. Und weil er immer magnetisch ist, nennt man ihn Dauermagnet. Nicht alle Materialien werden von Magneten angezogen. Eisen, Nickel und Kobalt aber schon. Solche Stoffe nennt man ferromagnetische Stoffe. Ferro, das kommt vom lateinischen ferrum, das bedeutet Eisen. Diese Stoffe sind nicht immer magnetisch. Aber sie können zu Magneten werden. In unmagnetischen, ferromagnetischen Stoffen sind die Elementarmagnete völlig ungeordnet. Unter dem Einfluss eines Magneten können sich die Elementarmagnete aber ausrichten. Der Stoff ist nun auch magnetisch und kann andere ferromagnetische Stoffe anziehen. Man spricht von magnetischer Influenz.